Ja, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauende, heute ist Heiligabend und in wenigen Tagen beginnt ein neues Jahr. Unsere Zeit ist eine Zeit des Umbruchs. Ich wünsche uns allen Kraft und Fantasie, um, wie in den vergangenen Jahren, unser Bestes tun zu können und zu tun. Schauen wir uns dazu einmal den Film Wintersonnenwende an, den ich in meinen Filmkanal gegeben habe. Wintersonnenwende 2023, alle guten Wünsche von mir zu euch und zu euch allen. Das ist einfach ein schöner Eindruck. Vielleicht empfinden wir unsere Zeit nun wirklich mal im Sinne Ludwig van Beethovens und Schillers Ode an die Freude. Ludwig van Beethovens 9. Symphonie wurde 1824, vor 200 Jahren, uraufgeführt. Und für die damalige Zeit war es völlig ungewöhnlich, dass da jemand nach einem symphonischen Werk auch noch einen Chor, einen gemischten Chor hinzugab, der die Ode an die Freude sang, als hätte er damals den Ausspruch Oschos gekannt, lebe ungewöhnlich, war er wieder mal in dieser seiner letzten großen Symphonie aus dem damals üblichen herausgetreten und er war ein Einzelner. Er hat damals nur im Sinne von Brüdern gesprochen, weil die Frauen sowieso dabei waren, sage ich jetzt mal. Das war damals ganz anders als heute. Die Frauen mögen damals aus heutiger Sicht als vereinsamt gegolten haben, vielleicht sogar auch beinahe bis zu leibeigen. Sie bildeten aber sehr häufig den Kern, ja die Seele der Familie. Und das gibt es natürlich zum Teil auch noch bis heute. Von ihnen hat man also damals kaum gesprochen. Man redet ja immer nur von dem, was man mehr oder weniger nicht hat. Und bitte, ich bin mir bewusst, dass es damals in diesen Zusammenhängen neben Leid und Größe genau die gleichen Unklarheiten gegeben haben kann, wie es das heute tut. Wir sind ja noch immer in unserer Gesellschaft. Mittlerweile erleben wir in unserer Zeit sehr weitreichende Umbauten dessen, was Familie genannt wird. Und ich sage dies beschreibend und ausdrücklich in keiner Weise beurteilend. Für manche wurde dies zu einer dramatischen Entwicklung. Und wir erleben diesbezüglich auch Heilung, da wir Trennungen erfahren haben und lernen, Trennung nicht nur zu bekämpfen oder abzuwehren, sondern sie anzunehmen und sie gar als etwas Aufbauendes in unserem Leben zu beachten. Manchmal ist es wie ein Urknall, was da passiert, und die Entwicklung unserer Gesellschaft wird aus meiner Sicht dazu führen, dass sich das auf höherer Ebene alles wieder zusammenschließt und mehr als nur befriedet, sondern zu Neuem gedeihen wird. Es mag eine persönliche Auffassung sein, aber es ist doch einfach sinnvoll, sich aufbauende Gedanken zu machen, oder? Alles andere reduziert das Leben. Im Rückblick der Geschichte konnten wir oft erkennen, dass mit zunehmender Enge im Draußen die Kraft im Kessel umso größer wurde und er schon so manches Mal geplatzt ist, wovon dann die Revolutionen Zeugnis ablegen, die man uns in der Schule erzählt hat. Weltweit kam es also schon oft zum Krach und der war letztlich auch vorgezeichnet. Dazu möchte ich ausdrücklich sagen, dass jene Kräfte, die in irgendwelchen Formen um sich schlagen oder auch verengen, Ausdrucksformen von Yin und Yang in diesem Universum sind. Sie erfahren, so erfahren wir alles auf dieser Welt
als eine Evolution. Und dieser Evolution wohnt eine absolut relevante Bedeutung inne, selbst dann, wenn die Evolution bruchstücksweise oder katastrophenartig oder ähnlich kommt. Alle diese sehr vorsichtig formulierten Bewegungen sind notwendig, im besten Sinne des Wortes notwendig. Gleich wie wir mit ihnen umgehen oder sie gar bekämpfen. Das ist meine eine Sicht des Geschehens und ich kann mich irren und ich kann auch auf eine weise Dame aus Indien verweisen, die einmal gefragt wurde, ob sie in dieser und jener Situation kämpfen würde, genauer kämpfen gegen etwas. Und sie sagte dann, nein, für Kampf bin ich nicht geeignet. Wenn ihr euch dafür einsetzt, dass etwas besser wird, im aufbauenden Sinne, dann ist das kein Kampf und dann mache ich bei euch mit. Jenes notwendig im besten Sinne formuliere ich um. Notwenden bedeutet aus der Not, aus der Tiefe, aus dem Tal des Unglücks, aus der Schwerste, aus der kalten Nacht, aus der extremen Gefahr herauszukommen zu etwas, was Licht durchflutet, was klar, was von Liebe und von Wahrhaftigkeit durchdrungen ist. Wenn ihr zustimmen mögt, so möge diese Botschaft gerne weitergegeben werden. Ich sehe darin den Aufbau in all diesem Geschehen im Außen und auch im Innern der Menschen. Es ist ein Umbau, der nur gelingen kann, weil das Universum gewissermaßen nicht nur nach vorne strebt, einem Zeitpfeil folgend, der in unserer Dimensionswelt funktioniert, sondern tatsächlich zu Weiterentwicklung führt. Es wird wie immer in allen Zeiten die Mitwirkung eines jeden Einzelnen, einer jeden Einzelnen erfordern. Und niemand muss sich irgendwelche Sorgen machen, obwohl der rechte Platz für ihn und sie gefunden würde, der stellt sich garantiert ein. Das heißt, niemand möchte auch seine Rolle im Geschehen dieses Ganzen zu gering achten. Wir müssen sie auch nicht überhöhen, weil diese Art von überhöhtem Ego, von Dominanz, willigem Ego, in einer ganz bestimmten Form jetzt zu Ende geht. Vielleicht ist auch das zu optimistisch, ich glaube es nicht. Es geht in dieser Zeit also nicht mehr darum zu sagen, ich habe gefunden oder ich sage euch und so weiter, sondern wir erkennen, dass es wir sind. Es sind wir, die wirken. Alle Menschen, jeder Einzelne. Selbst einer, der meint, er täte gar nichts. Das mag eigenartig sein, aber ich glaube, es ist so. Unser grundlegendes Spielfeld, das sind die Familien- und Freundeskreise, die sich in diesen vergangenen Jahren manchmal abrupt oder auch langsam umformuliert haben. Aber das ist ja eben Zeitgeschichte. Es sind Gemeinschaften der Menschen, die untereinander gleichwertig verbunden sind. Es gibt nicht mehr unterschiedliches Wahlrecht und alle diese eigenartigen Dinge, die wir aus dem Geschichtsunterricht und sogar aus der jüngeren Vergangenheit des 20. Jahrhunderts bis heute zum Teil kennen. Wie schön, wechselseitige und vor allem einseitige Dominanzverhältnisse sind längst veraltet. Und das bedeutet aber nicht, dass es Einzelne noch nicht gemerkt haben. Das Universum arbeitet mit so gewissen Rutschkupplung. Das kann auch gar nicht anders sein. Das Herauskehren in eine neue Erde, in etwas Neues hinein, in eine neue Welt, wie Eckhart Tolle mal geschrieben hat, das verschafft sich in diesen Jahren neue Formen. Und sein besonderer Wesenszug besteht darin, dass ein jedes Ich seine absolute Genugtuung dadurch erhält, dass es in den Einklang der übergeordneten Gemeinschaft eintreten darf und erkennt, dass es eintreten wird.
In dem Moment, wo das geschieht, werden sämtliche Kräfte der gemeinschaftlichen Wahrnehmung dynamisiert. Wir können dann erleben, dass zum Beispiel kleine Kinder, die noch nicht sprechen können, das sind solche in der Regel deutlich unter 2 Jahre, ihre Eltern wohl verstehen, wie es auch bisher schon war, was wir aber häufig vergessen haben. Aber dass nun auch die Eltern ihre Kinder verstehen können, bevor ihre Kinder der Sprache mächtig werden. Ich erinnere nur mal daran, dass man irgendwann den Einstein mal gefragt hat, unseren Albert sozusagen, mal gefragt hat, es heißt, sie hätten so relativ spät angefangen zu sprechen. Wissen Sie, wie das kam? Er soll gesagt haben, ich war ja persönlich nicht dabei, ja, ich habe so lange gezögert zu sprechen, weil ich wollte, dass das, was ich sage, auch wirklich Sinn macht. Ich wollte sozusagen nicht ins Unreine sprechen. Und das erinnert mich an Nikola Tesla, diesen genialen Physiker und Visionär, so ähnlich wie Schauberger auf ganz andere Art, aber ergänzend, oder Wilhelm Reich. Die hatten es alle nicht so ganz leicht. Aber dieser Nikola Tesla hatte mal erklärt, wie er eigentlich seine diversen Erfindungen macht. Er hat es ganz anders gemacht, als es von Michael Faraday berichtet wurde, der ja unter anderem den elektrischen Kondensator erfand und damit die Grundlage legte, dass wir Transistorradios später bauen konnten, die jetzt fast schon wieder veraltet sind. Nikola Tesla sagte, er macht kaum Experimente. Er hatte bestimmt einige gemacht, aber er machte kaum Experimente. Er ging den Ideen nach, die ihm kamen, und versuchte, diese Ideen so weit umzusetzen, bis er der Auffassung war, dass sie funktionierten. Und als diese Auffassung Bestand hielt, hat er die Erfindung gemacht. Er hat also ganz wenig Materialverschleiß gehabt, gewissermaßen. Und die Erfindungen sind weitreichend. Und wir sollten uns immer genau überlegen, wann wir den Namen Tesla wirklich verwenden, wann es der Größe dieses besonderen Menschen gerecht wird. Übrigens, wenn ich an Nikola Tesla denke, denke ich auch an Joachim Ernst Behrendt, der ja unter anderem Jazzmusiker war und so unglaubliche Hörgeschichten formuliert hat wie Das Ohr der Welt oder Nada Brahma. Nur mal so, das könnte auch etwas sein, was man sich ins neue Jahr mal wieder zu Gemüte führt. Also wir wissen auch längst, dass das Verstehen nicht über gesprochene Worte erfolgt. Das Verstehen erfolgt oft über den Blick, manchmal auch nur über das Dasein, wenn du jemandem zuschaust und er dich noch nicht einmal anschaut. Dann bekommst du bereits eine Botschaft, und solche Botschaften brauchen manchmal noch nicht einmal die geringe Distanz, sie können über große Entfernungen erfolgen. Dieser Begriff Intuition wurde unter anderem von Carl Gustav Jung sehr eingehend betrachtet. Es gibt ein kleines Büchlein mit Aussagen und Belehrungen des Osho. Jenes Osho, der in der Zeit dieser deutschen Wochenschrift als einer der 100 bedeutendsten Philosophen, Denker und Lehrer des 20. Jahrhunderts bezeichnet wurde. Er hat ein Buch über Intuition geschrieben. Er hat ein anderes Buch über das Ego geschrieben, über das Kind und so weiter. Aber auch ein Buch Mut. Und dieses Buch Mut, das möchte ich hier auch herzlich als eine Begleitlektüre für das Jahr 2024 sehr empfehlen. Die Vielfalt der Erde, des Lebens auf der Erde, ist noch immer, ungeachtet aller Schäden, die wir draußen wahrnehmen, unglaublich.
die Schönheit der Erde ist wirklich unfassbar. Ob wir jetzt in die Eifel gehen, bei der Hohen Acht, und uns da die Naturführung der Rotbuchen angucken, bei gleichzeitiger Präsenz hoher Dichten von Rothirsch und Reh. Ob wir nach Sri Lanka gehen, in den Siracha-Nationalpark, wo ich mal eine Arbeit drüber gelesen habe, aber selbst noch nicht dort war. Oder ob wir uns den Nationalpark Berchtesgaden anschauen. Oder ein großes Biosphärenreservat in Zentralspanien und so weiter und so fort. Ja, ich denke auch an den Gran Paradiso-Nationalpark in Nordostitalien. Das sind Landschaften, die führen uns diese Fülle vor. Und diese Fülle ist Ausdruck von Selbstheilungskraft der Natur. Die Natur braucht uns überhaupt nicht, um zu heilen. Das heißt, wir brauchen uns auch keine Hoffnung machen darauf, dass die Natur geheilt wird. Das ist vollkommen unnötig. Es gibt dieses Bewusstsein in der Natur und ich glaube, dann dürfen wir gewahr sein, dass angesichts solcher Ideen uns sehr freundlich zugelächelt wird und auch verständnisvoll. Wo immer Menschen dachten, hier wäre das Leben unwirtlich oder gar erloschen, es wäre etwas tot, war es ein Irrtum. Ich habe das in den vergangenen Jahren beispielsweise zum Ahrfluss gehört, im nördlichen Rheinland-Pfalz. Eingebettet ins Ahrgebirge liegt der Ahrfluss. Er hat die Katastrophe gehabt im Juli 2021. Aber der Fluss war nach der Katastrophe nicht tot. Das kann nicht passieren, genau wie der Rappenalbach, der biologisch in keiner Weise tot war. Obwohl auch dort jemand gesagt hat, es hätte dort eine Katastrophe gegeben. Es war allerdings eine ganz andere. Es sind alle diese Aussagen, einschließlich der Wahrnehmungen, die ihnen zugrunde liegen, und dann auch diese Verlautbarungen, die vielleicht ein wenig Enge oder Panik in mir hervorrufen, die wir erstens auf jeden Fall verstehen sollen, denn das sind Mitmenschen, die diese Aussagen treffen, die dieses Gefühl haben. Und wir dürfen dann einfach zur Seite drehen und beobachten, was diese Enge, was diese Panik in uns bewirkt. Und wir haben die Entscheidung, wollen wir dem folgen? Unsere Erde ist 4 Milliarden Jahre alt. Ich höre schon, naja, aber wir hatten noch nie so viele Menschen. Das ist richtig. Aber glauben wir denn wirklich, dass das Universum mit so etwas nicht fertig wird? Und was würde denn passieren, wenn das ganze Ding verschwände? Nun, dann wäre es das gewesen. Und das könnte uns extrem traurig und panikhaft machen. Aber wie wäre es denn, wenn wir uns unserer Kräfte besänen und dafür sorgten, das zu ändern, was möglich ist? Wir können die Luftverunreinigung ändern, wir können die Bodenverschmutzung ändern, wir können die Wirtschaftsweise im Wald und im Acker ändern, wir können unsere Städte vollständig begrünen, wir können alle Straßen mit Alleen versorgen, sodass die Baumkronen sich über den Straßen schließen, sodass selbst ein öder Verkehrsweg, der jetzt wie eine völlige Wüste zum Himmel guckt, einfach unter Grün verschwindet und Wald, alles grün. Das ist die heilende Kraft der Erde. Die hat sie vor 400 Millionen Jahren schon erfunden, ganz ohne uns übrigens. Und das war gewiss für manche Tiere, na weniger das, aber für manche Mikrolebewesen, wie jene Bakterien, die am liebsten gar keinen Sauerstoff haben, ein echtes Problem. Aber wir sind die Begleiter der Pflanzen, wir sind da mit hervorgegangen und wachsen damit hervor, was das Universum auf dieser Erde gebracht hat. Und ich lege Wert darauf, dass hier mitgeteilt wird, was das Universum auf diese Erde gebracht hat, ohne das hier im Einzelnen vertiefen zu wollen. Also diese Aussagen, diese kritischen, sind Ausdruck einer verengten Sicht und es ist etwas, das wir brauchen. Und dazu kann man ganz klar formulieren, was mir vorhin so in den Sinn kam. Wenn das Glas nirgendwo überläuft, dann wirst du nie entdecken, wo es hinlaufen kann. Ich habe als kleines Kind eine Teekanne vor mir gehabt und einen Wasserkocher.
Und in die Teekanne sollte Wasser rein. Und dann habe ich den Wasserkocher über die Teekanne gehalten, das Wasser da reinlaufen lassen. Und irgendetwas brachte mich dazu zu gucken, du, was passiert denn, wenn du nicht aufhörst? Na ja, dann läuft die Kanne über. Und dann ist mir überhaupt erstmals aufgefallen, das Tablett, was ich da drunter stehen hatte, war erstens wasserdicht und zweitens waren da lauter Blumenmuster drauf gedruckt, die waren mir vorher überhaupt nicht aufgefallen. Jetzt hätte jemand sagen können, um Gottes Willen, ist ja eine Katastrophe, was machst du denn mit dem schönen Wasser und der Teekanne? Oh, ich habe gerade was Neues gelernt. In dem Zustand sind wir. Also solche Entwicklungen, die sind in unserem Leben wichtig. Und ich möchte daraus schließen, dass konsequent auch jede Eigenart, die wir so unter Pessimismus verpacken, einfach weg kann. Das Glas ist halb leer oder es ist halb voll. Das Letztere ist mir lieber. Dann sagte mal irgendwann ein Kollege namens Duttweiler, Helmut Duttweiler, es war eine Sitzung und auf seine Art hatte er die Augen zu und manche Leute dachten, er würde wirklich schlafen. Das hat er nicht getan. In einem ganz kritischen Moment dieser Sitzung richtete er sich so auf und schaute so in den Kreis der dort versammelten Fachbereichsratsmitglieder und sagte, lasst uns nicht die Bedenken kultivieren, sondern die Chancen betonen. Und wer meinen Kanal gelegentlich betrachtet, weiß, dass ich diesen Satz manchmal zitiere. Es gibt einfach zentrale Aussagen, an die wir uns immer wieder erinnern, so etwa wie das, was offenbar Einstein mal gesagt haben soll. Wir können ein Problem niemals auf der Ebene lösen, auf der es entstanden ist. Wir haben ja viele Probleme, also müssen wir die Ebene verlassen. Und dazu hat Thorvald Detlefsen das Buch Schicksal als Chance geschrieben. Der hat nämlich gesagt, wir können die horizontale Weltsicht haben. Dann sehen wir immer diese ganzen Probleme und das ist wie eine Zwangsjacke. Wir kommen nicht raus. In dem Moment, wo du aber ein Problem aus der Sicht von oben betrachtest, dann kannst du es lösen. Und deswegen hat er unter anderem beschrieben, warum manchmal die ganz moderne synthesechemische Medizin hilft. Warum aber auch ganz natürlich die Homöopathie hilft. Oder sogar diese ganz eigenartigen Dinge, die mal ein gewisser Dr. Bach erfunden hat, der dann die Bachblüten unter uns brachte. Aber auch ganz andere Heilmethoden. Solche, die bei uns als schamanisch bezeichnet werden und Achtung, sie pauschal abzulehnen, das wäre sehr kurzsichtig. Was heilt, wird genommen. So wie bei Elektrikern manchmal ein Spruch ist, du, die Anlage sieht katastrophal aus, aber solange sie läuft, mache ich nichts dran. Ja? Das sind so Sprüche, die die Lebenspraxis vermitteln. Pessimismus. Trauer und Angst dienen überhaupt nicht. Wenn man den Körper anguckt, was der macht, wenn du also beispielsweise während des Essens Angst bekommst, hör auf zu essen, weil es kann nichts verdaut werden. Der ganze Magen-Darm-Trakt stockt, die Säfte kommen nicht mehr. Wenn du im Gebirge wandern willst und du bist gerade im Aufstieg auf den Piz Teusa, wozu ich bei Gelegenheit mal einen Film zeige, den gibt es in Graubünden, oder zu einem sonst hohen Berg und bekommst auf dem halben Weg dahin Angst, dann warte, bis die Angst weg ist. Es wird fast unmöglich sein, weiterzugehen, weil dein Körper ist dreimal so schwer. Es ist also ganz, ganz wichtig, dass wir die Botschaft, ich habe Angst, nicht mehr nach außen geben, und zu uns im Innern sagen, du Angst, damit kannst du nichts machen. Tu die Angst weg, dann öffnet sich die Welt für dich, dann wirst du Ideen haben. Und so ist es immer gewesen. Wenn so ein Tesla oder Daniel Düsentrieb Angst davor gehabt hätte, ob er jemals ein Experiment erfolgreich abschließen würde, dann hätte er uns kein einziges Patent hinterlassen. Okay? Das kann nicht anders sein.
Etwas Weiteres ist mir noch wichtig, was wir uns in populären Filmen gelegentlich angucken konnten, und zwar im Film Avatar. Den anzuschauen, ich empfehle, obwohl darin auch furchtbar viel Schießerei ist. Das ist etwas, was in unserer Zeit von irgendwoher kommt und was wir eigentlich überhaupt nicht brauchen. Aber das, was damit sonst transportiert wird, wie die Pflanzenwelt, die Pilzwelt, die Welt der bewussten Lebewesen, zu denen auch wir Menschen gehören, aber zum Beispiel auch die Pferde oder die Hunde, die Hyänen und sonst etwas. Und manches Naturvolk würde sagen, sogar die Steine. Schopenhauer hat es auch erkannt. Solche Filme sollten wir uns vornehmen und sagen, du, da wird eine Message gegeben, denn keiner von diesen Filmen, die wir heutzutage sehen, sind irgendwie Zufall. Da möchten ganz bedeutsame Regisseure uns etwas mitteilen. Ja, das, was der Wagner oder was von mir aus sogar ohne Sorg oder Vivaldi uns mitgeteilt haben, das sind ja nicht irgendwelche Botschaften, sondern die sagen, Leute, das ist eine Botschaft, die hat irgendwas mit dem Gesamten zu tun. Und ich beginne daraus, was zu lernen, als Regisseur oder als Autor. Und ich lade euch ein, mitzulernen. Das ist das, was hier auf der Erde geschieht. Ich finde das wunderbar. Das heißt, unter den Lebewesen bestehen Verbindungen. Ich habe vor Jahren in Freiburg studiert. Das mag ja schon lange her sein. Und ich hatte ein paar Farnpflanzen. Ich hatte Moose dort vorhanden und ich hatte auch Farnsporen ausgelegt. Naja, und das war alles so irgendwie am Wachsen. Und als ich dann 2 Monate nach den Semesterferien wieder in meine kleine Bude kam, da hatte meine Frau Arni in Freiburg mein Zimmer gepflegt. Und ich erkannte es kaum wieder. Meine Blumenbank, das war überquellend. Ich habe gesagt, Mensch, Frau Arni, das haben alle Sie geschafft. Ich habe da 4 Wochen davor gestanden und die sind so ganz nur wenig gewachsen. Das ist der grüne Daumen, das ist das Enchanté, das Compresseur, das Einfühlen auf die anderen. Das heißt, wir sind alle miteinander in Verbindung. Und wenn eine Lehrpersönlichkeit über eine Schülerin oder einen Schüler Gutes denkt, dann wird Schülerin oder Schüler gut werden, wie das so bei uns heißt. Das wird dann in Noten gemessen, das ändern wir auch noch. Aber wenn es schlechte Gedanken sind, dann kann das Tier leiden, Entschuldigung. Und ich habe Tier gesagt, ja. Es sind riesige Unterschiede zwischen Menschen und Tieren. Es gibt manchmal Menschen, die mir entrüstet sagen, Bernd, ich komme doch nicht aus der Welt der Affen. Nein. Aber Tiere, Pflanzen, Steine, Menschen, ihr und ich, wir kommen aus einem Strom der Entwicklung in diesem Universum. Und ich sage einfach, meine Erfahrung ist, wir sind miteinander verbunden. Und wenn es eines Beweises bedarf, dann die Tatsache, die von zum Beispiel jenem Hämpfling oder auch von einer mir bekannten Clara beschrieben und gelebt wird, nämlich du kannst mit Pferden bewusst kommunizieren, du musst sie notfalls noch nicht mal angucken. Du kannst mit ihnen sprechen, das hört aber keiner. Aber das Pferd nimmt es wahr. Ja, also wir haben diese Botschaften. Und die Verbindung ist sehr wichtig. Ich erinnere dabei an das Qigong. Da gibt es die Übung, ein Baum umarmen. Und unser Tai-Chi-Lehrer in Höxter, Peter Böhmer, so ein westfälischer Hühne, wenn ich mal so sagen darf, mittlerweile mit sehr weißen Haaren, der hat irgendwann gesagt, wisst ihr könnt euch hier einfach mal vor den Baum stellen und Baum umarmen machen. Das könnt ihr praktizieren, macht das mal. Geht doch mal in Kommunikation mit so einer Pflanze. Unter anderem hat er mir mal vor Jahren seinen Tomatengarten gezeigt, was da alles an Sorten wuchs. Ja, es blüht, weil da eine Seele von Mensch ist und in der Umgebung blüht es. Und unsere Seele, jeder von uns hat eine. Wenn jemand mir sagt, du, sowas habe ich nicht, nein. Entwickle es. Es ist das Eigentümlichste der Menschen, solche Kommunikationskräfte zu haben.
Und dieser Max Planck hatte ja nicht umsonst zum Beispiel ein Yin- und Yang-Zeichen in Kopenhagen an seiner Wohnung hängen, so wurde mir beschrieben. Yin-Yang als Naturwissenschaftler. Die wirklich bedeutenden Naturwissenschaftler sind alles absolute Individuen, Einzelpersonen. Sie haben immer wieder stets und ständig darauf hingewiesen, Leute, die naturwissenschaftliche Erkenntnis ist bei weitem nicht anderes. Und die Epigenetik, Bruce Lipton und andere haben uns gezeigt, aber auch zum Beispiel Rupert Sheldrake auf einer etwas anderen Ideen- und Arbeitslinie haben uns gezeigt, wie in der Natur die ganzen Lebewesen miteinander in Verbindung stehen. Heisenberg musste die Unschärferelation mühsam erarbeiten und Heureka, was ist das? Und die anderen waren erstaunt und haben gesagt, das kann doch gar nicht wahr sein. Das war so um 1920, 25 rum, ja? 19. So, und wenn, wir haben damals 1968 vom Lehrer Stauch eine Einführung in die Unschärferelation des Heisenberg erfahren. Wir mussten das mühsam erarbeiten, aber plötzlich hat eine ganze Klasse das mehr oder minder verstanden. Und manches von der Relativitätstheorie und aus Quantenmechanik ist auch noch überhaupt nicht verstanden und kann vielleicht gar nicht verstanden werden. Wir sind gar nicht in der Lage, aus den Naturwissenschaften heraus die Natur zu verstehen. Das geht überhaupt nicht. Und schau, das ist wieder so ein Thema. Da gibt es so eine Art Kampf zwischen Geisteswissenschaftlern und Naturwissenschaftlern. Wir hatten in dem Königstein, wo ich zur Schule ging, eine humanistische Richtung, ein humanistisches Gymnasium, ein Realgymnasium. Und da waren die Schüler zum Teil einander nicht wohlgesonnen. Ja, das einen sind mehr die Philosophen, ach, das sind ja mehr die Naturwissenschaftler. Und beide verstehen es nicht. Wenn wir das auseinandernehmen, dann kannst du nichts verstehen. In dem Moment, wo du aber das Ganze, die verschiedensten Aspekte zusammenführst, wird es immer besser. Ich möchte nur eine Erinnerung an eine Zeit geben, die wir alle nicht persönlich erlebt haben. Um 1500 haben Weiße aus Afrika, sogenannte Wilde, praktisch gestohlen und in Südamerika als Sklaven eingesetzt, auf den Grundstücken, die sie sich da genommen hatten. Das ist typisch Mensch. Da kann ich nicht mehr dazu sagen, als es da eine besondere Beobachtung gab. Es sind immer wieder einige dieser Sklaven plötzlich weg gewesen. Also da hat jemand für diese afrikanischen Mitmenschen den Flaschenhals so eng gemacht, dass sie schließlich nicht mehr atmen konnten, dass sie ihr Leben eingesetzt haben, nur um da wegzugehen. Manche haben es geschafft. Erst im Vergangenen, vor 30 oder so Jahren, wurden die Ortschaften, die die geflohenen Afrikaner dort im brasilianischen Urwald gegründet haben, anerkannt als Ortschaften, diese sogenannten Quilombos. Was für Fortschritte, gell, in unserer Zeit, noch gar nicht lange her. Ich will sagen, wo immer Menschen eine Enge erfahren, das kannst du nicht halten, das wird brechen. Und es kommt noch was dazu. Damit das geschieht, muss man diese Enge walten lassen. Und man könnte sie auf den ersten Blick für ganz übel sehen. Und sie ist es auch. Auf der anderen Seite arbeitet Evolution zum Teil mit diesen Flaschenhälsen, um etwas Neues zu kreieren. Dadurch rechtfertigt sich in keiner Weise das Leid, was vorher ausgeführt wurde. Nur, ich meine, Grund zu Optimismus zu haben, da stehe ich dafür. Und was haben wir noch auf der Erde alles vor? Ja? Sollen wir wirklich weiterhin so mit Satelliten um uns werfen? Sollen wir weiterhin unsere Umwelt verschmutzen? Sollen wir weiterhin nur um unsere Nahrung erzeugen, Gifte einsetzen? Das sind doch alles völlig flache Sachen, ohne irgendwie Energie. Das will doch keiner. Und ich möchte deswegen sagen, dass jetzt die Zeit gekommen ist, wieder mal, das gibt es ja immer stufenweise, das war auch schon zu Beethovens Zeit so, er war da nur enttäuscht, dass die Franzosen diese blutrünstige Revolution machten. Aber wir dürfen jetzt erkennen, dass wir wieder Schritte der Verbindung weitergehen können. Und
Ein geniales Werk erkennt man immer daran, dass es weit vorauswirkt. Wir können uns vorstellen, dass in dem Konzertsaal, wo damals die Neunte gespielt wurde, so mancher entrüstet weggegangen ist, Ego, oder unmöglich gerufen hat und so weiter. Alles Ego. Aber ich glaube, die Zeit ist reif. Alle Menschen werden Geschwister. Oder ich formuliere es anders. Alle Menschen erkennen einander als das, was sie immer schon waren und sind. Alle Menschen erkennen einander als Geschwister. Der Begriff Religion legt es ja nicht nahe, dass Religionen sich gegenseitig bekämpfen. Das ist einfach Unsinn. Religio heißt Rückbindung. Ja, was heißt denn Rückbindung? Jemand, der eine Religion hat, und ob es nun atheistisch oder theistisch, alles Formen von Religion. Wir Menschen haben im Grunde immer eine Religion. Wir geben damit zu erkennen, ich binde mich rück. Und damit sagen wir ausdrücklich, ich bin nicht allein. Ich kann das alles nicht allein. Man kann es auch konstruktiver noch führen, indem man sagt, ich darf mich führen lassen. Und das ist eigentlich die Symphonie. Und die kann man hören. Das ist Ludwig van Beethovens zum Beispiel Neunte. Mir fällt noch Also sprach Zarathustra von Strauss ein. Aber nehmt jetzt mal die Neunte Symphonie und bitte, wer gerne, sagen wir mal, Rolling Stones oder Heavy Metal hört, ja, und was es da noch alles dazwischen gibt, tut euch das trotzdem mal an und geht mal einen Moment in diese Klassik. Seien wir auch da bereit, viele Musiksparten in uns zu vereinen. Die Message aus der Neunten, die ist weltumspannend. Die löst und öffnet das Herz. Unser Gehirn ist alleine, wenn es nicht auch noch von der Herzenswahrnehmung oder von der Bauchwahrnehmung unterstützt wird. Manche Leute sagen, du, mein Bauch sagt, ich sollte das tun oder nicht tun. Und denkt an Saint-Exupéry. Saint-Exupéry ließ sagen, dass man nicht entscheidend durch die Augen sieht, sondern dass man wahrhaftig durch das Herz sieht. Das ist doch überhaupt die Botschaft. Alle Menschen erkennen sich als Geschwister. Und ich empfehle, wie ich das mache, wenn ich hier Bilder male, stellt die Musik auch mal ein bisschen lauter. Die darf uns richtig bis ins Innere durchwirken. Denn Musik wirkt auf alle unsere Zellen, auf alle unsere Organe, auf unseren Blutfluss. Und sucht immer dazu, dass es Lieder sind, die uns sehr gut aufbauen. Beispielsweise haben die Beatles vor Jahren zwar zum Beispiel meine Eltern furchtbar erschreckt, aber die Beatles haben unter anderem Songs geliefert, die das auch tun. Und Beethoven ist auch einer von diesen Sinne. Ich wünsche alles Gute, ich wünsche ein schönes Fest und ich wünsche ein sehr gelingendes neues Jahr 2024. Danke, dass Sie hier sind.